Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Revelations PSP. Bevor ich jetzt weitermache, bin ich mal ganz kurz ruhig, damit ihr die Musik von der Dungeon hört. Weil das habe ich ja bis jetzt immer gemacht, nur habe ich es jetzt hier irgendwie am Anfang vergessen. Wir trainieren und wir sind beim Hönes-Thema irgendwie so ein bisschen abgerutscht. Ja, und zwar bin ich auf das Thema gekommen, weil wegen, oh Gott, weil wegen Gott. Gott ist mir sehr, sehr wichtig. Er hat unter anderem auch ein bisschen donated in meine Donate-Kasse. Und, nein, Quatsch. Ja, es ist wieder so ein buntes Gewuse hier. Ich wollte ja auch eigentlich so ein bisschen mit Mark angreifen, ne? Ja, ich bin jetzt letztendlich darauf gekommen, weil ich so meinte, die Sympathie geht manchmal einfach zu weit. Die Sympathie geht bei manchen Leuten so weit, dass sie wirklich, wie gesagt, zum Thema Haare färben und so. Ja, und ich finde halt, also es geht auf jeden Fall zu weit und ich finde, wenn man Abonnenten hat, die einen hundertprozentig unterstützen, die unter anderem anbieten, ihnen der Person irgendwelche Geräte zu kaufen, was weiß ich, eine neue Wii, gab es auch schon Leute, die wollten dem eine Wii kaufen und so, dann sollte man das nicht wirklich nicht auf die Spitze treiben, ja? Weil, nee, das ist ja auch immer der, wie gesagt, es ist, ja, ich will nicht lästern, aber der Typ lädt kaum noch ein Video hoch, ja? Schafft es vielleicht in einer Woche mal ein Video hochzuladen, macht aber ständig seine bekackten 24-Stunden-Livestreams, ja? Und ich habe ja unter anderem dann auch so bei ihm in den Kommentaren so geschrieben, findet das nicht seltsam, dass er genau nachdem er euer Geld gekriegt hat, mal für einen Monat weg war und dann rein zufällig noch umgezogen ist? Der Kommentar wurde gesperrt, ja? Sonst schreibe ich da immer irgendwas hin wie, ja und jo, Alter. Der Kommentar wurde erstmal eiskalt gesperrt. Tja, wenn da mal nicht was Wahres dran ist. Und ich, mein Gott, man muss auch kein Genie sein, ja? Also, das kommt ja auch noch dazu. Es ist zwar hinterfotzig, aber es ist auch nicht irgendwie so, als hätte sich da ein Genie breit gemacht, ne? Also, aber das Problem ist, du musst halt auch kein Genie sein, um 12-jährige Kinder zu verarschen. Das kommt ja auch noch dazu. Es sind ja nicht nur Leute, die ausgenutzt werden, sondern es sind halt einfach auch noch Kinder, wo man sich dann fragt, okay, wo haben die 12-Jährigen bitte, ja, teilweise gab es ja schon Leute, die haben 50 Euro gespendet. Wird jetzt hoffentlich keiner von den Kleinen gewesen sein. Wo man sich halt fragt, wo haben die das Geld her? Oder warum? Einfach nur warum? Jedenfalls kann man das, wenn man dann schon weiß, dass man solche Leute hat, das auch einfach offen hinlegen und sagen, ja Leute, hier, wie sieht's denn aus? Ich brauche das Geld. Ne, wie gesagt, wenn du weißt, dass die Leute bereit sind und wenn sich das lohnt für die, in gewisser Weise. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht hat er jetzt besseres Internet oder so. Man kann ja argumentieren, ne? Aber dann immer so diese hintere Schiene zu nehmen. Ich habe schon so oft zu dem gesagt, ob das jetzt unter seinen Videos war oder auf seinem Kanal, habe ich schon so oft zu dem gesagt, du weißt doch, dass die Leute alle hinter dir stehen, dann sei doch wenigstens mal ehrlich. Dich würde bestimmt keiner, die würde bestimmt keiner ans Bein pissen, wenn du Geld brauchst. Sag doch einfach, dass du Geld haben willst. Dass du etwas mit deinen Livestreams verdienen willst. Dass du das Geld brauchst. Wenn du ehrlich sein würdest, dann würde dir keiner ans Bein pissen. Dann ist ja logisch, dass der nicht drauf reagiert, aber ich find's halt einfach mal traurig. Jedenfalls, kommen wir mal wieder zurück zu der Hönes-Sache. Wie gesagt, die haben da alle rumgeheult und ich finde, es geht dann halt einfach zu weit. Ich meine, lass den da seine guten Taten gemacht haben. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er nebenbei immer was Illegales gemacht hat. Obwohl, ist Zocken illegal? Ich weiß ja nicht genau, was er da gemacht hat. Irgendwelche Börsengeschäfte oder so. Ich habe ja nicht so wirklich Ahnung davon. Aber Steuern hinterziehen ist, glaube ich, nicht legal. Und wenn es legal ist, dann habe ich was in meinem Leben falsch gemacht. Dann hätte ich vielleicht auch schon längst Millionär werden können. Ich weiß es nicht. Aber immer schön dran denken, 1 Million bedeutet 5% dann später, wenn du erwischt wirst, zurückzahlen. Ist natürlich auch nicht so toll. Aber man muss ja auch nicht immer erwischt werden. Also ist auch die nächste Frage, wie wurde der eigentlich erwischt?
Weil so wie ich das verstanden habe, ist das schon dieses Thema seit einem Jahr im Laufe oder so. Wie wurde der denn erwischt? Wenn er das schon so lange macht, verstehe ich nicht. Also nicht ein Jahr, sondern anscheinend länger. Aber gut. Da gab es in letzter Zeit so viel Bullshit in der Politik. Der Edadi-Fall, jetzt der Höhne-Fall. Ich sage, die Politiker, wobei Höhne ist ja kein Politiker, jedenfalls. Alles schrecklich. Alles eine böse, böse Welt. Und da fällt mir auch wieder so ein Thema Commander Krieger, wo ich so meinte, es ist ja, mir ist es scheißegal, ob der sich was für 2014 vorgenommen hat. Der ist ja mittlerweile, sehr ja schon wieder vollkommen in seinem Element. Finde ich auch so eine Sache, so eine schlimme Sache, wenn die Leute sich dann hinstellen. Und manchmal denke ich, bei manchen denke ich teilweise, sie sind echt einfach mal schizophren. Da stellt sich der Commander Krieger hin und, siehst du schon an dem Videotitel, fordert er seine Abonnenten auf, sie sollen ihren Penis doch mal mit einem Filmtitel verbinden. Beispielsweise Deep Down oder was. In Kombination mit dem Geschlechtsteil. Deep Down, versteht ihr? Deep Down heißt doch tief drinnen oder so, ne? Deswegen. Und da, das ist die eine Sache, ja? In dem Video stellt er sich hin und ja, hier, gib mal lustige Pimmelwitze ab. So schön gerade frisch aus der Grundschule rein in die Pubertät. Pickel sprießen auch schon aus allen Körperöffnungen raus. Und dann im nächsten Video, Super Daddy, stellt er sich hin, erzählt so von seiner Freundin, die ja ein Kind hat. Und erzählt, wie er mit denen an Karneval zu McDonald's gegangen ist und ein total schlechtes Gewissen hatte, weil die Leute in McDonald's ja total angetrunken waren. Und ach Mensch, das kann ich ja meinen Kindern gar nicht zumuten, dieses schlechte, schlechte Umfeld. Tja, Mensch, wollen wir doch mal hoffen, dass seine Kinder, beziehungsweise die Kinder von seiner Freundin, mal nicht aus Versehen Commander Krieger bei YouTube eingehen. Boah, dann ist aber Polen offen und der Sachse kommt aus dem Gefängnis, Mann. Aus dem Gefängnis. Das ist ja, wie gesagt, ich will ja immer nicht so lästern, aber es gibt halt Sachen, die sehe ich nicht ein. Und es sind Sachen, die müssen einfach mal angesprochen werden. Das geht so nicht, Leute. Das geht einfach nicht. Frage ich mich an der Stelle, macht der das unbewusst? Oder hat der echt schon alle Latten, gar keine Latten mehr am Zaun? Das ganze Grundstück ist wahrscheinlich schon abgebrannt, abgefallen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Weil ich habe ja dann auch so gemeint, dass es, ich probiere an den ganzen Sachen noch ein bisschen, Verstand zu, rauszufiltern. Also, dass ich mich quasi hinstelle und mir so denke, okay, das wird schon so, seinen Grund haben. Und da unter anderem habe ich mich dann auch so hingestellt und meinte, dass, Sinn und Zweck dieser Pimmel-TV-Aktion natürlich ist, dass die Leute halt Filmtitel runterschreiben und du so bei Google besser gefunden wirst, ne? Weil, hat ja auch einer so mich dann so angeschrieben und meinte, ey, das ist doch totaler Schwachsinn und so. Nee, das stimmt wirklich. Weil es ist mir auch an meinen, Videos mal aufgefallen. Ich habe da mal so bei Google Bilder geguckt und irgendwelche Kommentare eingegeben. Die findest du dann echt, du wirst echt auf die jeweiligen Videos verlinkt. Und deswegen ist es natürlich, total praktisch, wenn du da quasi eine Community hast von, was weiß ich, von, nehmen wir mal an, sind nicht alle aktiv, von 200.000 Leuten, die jeweils einen anderen Filmtitel runterschreiben. Ich meine, da ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Filmtitel bei YouTube eingibt und dann auf ein Video des Commanders stößt, sehr hoch, oder nicht? Und deswegen, ich fand das ziemlich hinterhältig. Ist natürlich, wie gesagt, die Frage, ob das beabsichtigt war oder ob da tatsächlich schon alle Hoffnung verloren ist. Aber, wie gesagt, das sind so Sachen, die gehen meiner Meinung nach nicht. Die sollte man meiner Meinung nach auch nicht dulden. Dass Leute
irgendwelche Wetten erfinden und sich die Haare färben und dafür 4000 Euro kriegen. Sorry, aber ich krieg fürs Haare färben keine 4000 Euro. Und andere Leute, die mangelnde Intelligenz unserer wertgeschätzten Zukunft ausnutzen, für ihre Zwecke verwenden. Es geht so nicht. Anstatt den Leuten mal was beizubringen. Die haben wirklich diese Leute, die von YouTube leben, ja? Die haben alle Zeit der Welt, sich hinzustellen und den Leuten mal was beizubringen. Keine Ahnung. Lest denen Bücher vor. Oder macht mit denen Mathe. Oder einfach mal irgendwas Soziales. Aber nein, stattdessen fördern sie noch diese negativen Sachen und stellen sich da noch obendrein hin und beschweren sich über diese Sachen. Sie beschweren sich, dass unsere Jugend asozial ist und sorgen selber dafür. Das ist so... Nein, tut mir leid. Nee. Es ist zum Heulen. So. Was aber auch zum Heulen ist, ist die Tatsache, dass wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass wir da drüben noch einen anderen Weg hatten. Dementsprechend muss ich mir dies im Hinterkopf behalten. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Physisch. So. Da haben wir jetzt mal das Thema Höhnes und alles drumherum, alles was nicht drumherum sein sollte, abgehakt. Und da hatte ich noch diese andere Geschichte, die ich so wirklich so, das ist so eine Sache, die habe ich wirklich so minimal aus dem Winkel gehört. Ich fuchte da die ganze Zeit gerade so mit meiner Hand rum, so rechts so. Aus der Seite will ich damit suggerieren. Ich glaube, das sagt man so. Also sprich, ich war am PC und habe wirklich so rein zufällig Nachrichten gehört. Und jedenfalls, okay, muss man natürlich dazu sagen, es ist RTL-Nachrichten gewesen, aber seien wir mal ehrlich, mittlerweile ist ja alles RTL. Ist halt genauso, ich habe mich ja bei diesem Devil May Cry Schneidevideo auch hingestellt und gesagt, dass YouTube damals mal davon gelebt hat, dass jeder einzigartig war. Mittlerweile ist es auch nur ein Gulasch. YouTube war mal cool, weil es im Gegensatz zu Fernsehen real war. Du hattest Leute hinter der Kamera, die halt wirklich Menschen waren und nicht irgendeine gespielte Kacke gemacht haben, aber mittlerweile ist das hier quasi auf YouTube RTL 2. Also, RTL 2 gibt's leider schon, gut, scheiße. Dann ist es RTL 3, so, haben wir auch mal wieder einen Sender erfunden. Am besten so als kleinen Gag mache ich jetzt immer in Zukunft bei jedem Video in irgendeiner Ecke meines Videos so ein RTL 3 Banner. Kommt doch bestimmt auch cool. Jedenfalls habe ich also gehört, dass die Leute sich über WhatsApp unterhalten haben. Ja, ich meine, WhatsApp wurde von Facebook aufgekauft. Oder andersrum. Facebook hat WhatsApp aufgekauft, genauso rum. Weil Bahnhof. Facebook sieht darin einen harten Konkurrenten. Vielleicht liegt es daran, dass WhatsApp nicht alle ausspioniert. Ich weiß es nicht. Von dieser Facebook-Ausspioniererei habe ich ja nie so wirklich was mitgekriegt. Aber vielleicht sind meine Daten ja auch schon in aller Munde. Vielleicht habt ihr sie ja sogar schon bekommen. Könnt ihr mir mal erzählen. Wir testen einfach mal. Sagt, wann ich geboren bin, wobei das, ist egal. Wenn, dann ist auch nicht so schlimm. Ich meine, ich muss ja keinen reinlassen. Ist immer bei mir so die Devise, wenn sich keiner angemeldet hat, dann kommt auch keiner rein. In diesem Sinne, vielleicht muss ich dann in Zukunft meine Fenster zumachen, aber mein Gott, ich lebe gerne in der Dunkelheit. War nie anders, von daher, jedenfalls, ob das jetzt nun ein schwerer Konkurrent ist oder so, wurde das Ganze aufgekauft. Jedenfalls haben sich dann die Leute, das ist auch so eine Sache, ja, ich meine, wie lange existiert WhatsApp denn schon? Ich meine, ich selber habe WhatsApp seit zweieinhalb Jahren. Und jetzt, wo das quasi aufgekauft wurde, stellt man sich hin und sagt, ja, das geht ja so nicht. Die Kinder werden alle abhängig davon. Und sie sind nicht mehr in der Lage, Hierarchien zu bilden und zu unterscheiden. Das mit der Hierarchie, das ist halt auch so eine Sache, die ich... Im Grunde habe ich... Das... Moment... Pistole, ja, Pistole ist schön, aber kommt ja keine Sau ran hier. Ja, im Grunde habe ich den ganzen Beitrag nicht so wirklich verstanden. Also für mich hat er keinen Sinn gemacht. Ich meine, dass die Teenager, also es ging hauptsächlich um Leute zwischen
zwischen 12 und 16 Jahren. Ich meine, dass die tagtäglich mit ihrem Handy rumbammeln, das ist ja keine Neuheit. Nur hat man sich dann bei WhatsApp hingestellt und meinte, dass die, dass es natürlich mittlerweile oft im Unterricht vorkommt. Die Leute sind halt nicht mehr in der Lage, Hierarchien zu bilden. Und für sie ist jede Information, die sie bekommen, gleich relevant. Sie unterscheiden quasi nicht mehr zwischen einer wichtigen Information und einer unwichtigen. Und dann gab es da klischeehafte Leute, die interviewt wurden und meinten, ja, ich kann nicht mehr ohne und sofort, wenn es piept und so, muss ich ran. Als normaler Mensch, also quasi als hochintellektueller Mensch, man muss ja immer dazu sagen, normale Menschen sind in unserer Welt, in unserer heutigen Welt, hochintellektuell. Deswegen muss das mal an dieser Stelle gesagt sein. Stelle ich mich hin und sage, das ist totaler Schwachsinn. Das Tolle an WhatsApp ist halt einfach, dass es kostenlos ist, dass es einfach ist und dass es halt natürlich auch dieses, immer noch, dieses phänomenale Internet in sich hat. Ich meine, ich kann mit Leuten kommunizieren, die halt nicht neben mir stehen, die halt nicht aus meinem Umfeld sind, sondern Leute, die komplett woanders leben. Und das ist ja immer noch so das Faszinierende dran, dass du wirklich einfach, ja, es ist erstmal eine Weiterentwicklung von Internet, ist erstmal die Weiterentwicklung von der Post. Früher, da war das ja so, dass du jemandem geschrieben und hast dann, musstest dann wahrscheinlich so eine Woche warten, bis der Brief dann bei dem ankommt und dann wieder zu dir kommt. Und dann kam ihm halt das Internet. Und das Internet war halt toll, weil du mit Leuten kommunizieren konntest. Beziehungsweise immer noch kannst, wurde ja nicht abgeschafft. Stellt euch mal vor, das Internet wäre regional. Oh Gott, dann ist aber hier, wow. Dann geht die Luzi aber ab. Da würden wahrscheinlich alle auf die Barrikaden gehen. Das Phänomenale war eben halt, dass du mit Leuten aus aller Welt kommunizieren konntest. So. Und dieses Smartphone bringt das Ganze dann noch auf die Spitze, weil du... Ich meine, ich kann mich nur wirklich so an Zeiten 7., 8. Klasse erinnern. Also quasi... Ja, wann war denn das? Wann war denn das, Mensch? Das ist doch schon zu lange her. 2009, 2010, 2011, ja, 2007, 8 und 9. Irgendwas in dem Dreh. Da hatte ich ja auch schon so meine Online-Bekanntschaften. Und da musste man halt immer warten, bis man nach Hause kommt. Weil man da halt einen PC hatte. Du kannst den PC ja nicht mitschleppen. Ich meine, optional hatte man die Möglichkeit, einen Laptop mitzunehmen, aber da brauchst du ja auch Internet. Und da musstest du dich irgendwo reinhacken und so. Und ich meine, wer macht das schon? Kam zwei, dreimal vor, dass meine Klassenkameraden tatsächlich einen Laptop mitgenommen haben. Und alle standen um diesen Ding herum, als wenn sie zum ersten Mal Neuzeittechnik sehen. Auch so eine Sache. Finde ich phänomenal. Auch was ich phänomenal fand, war immer, dass wenn ich meine PSP dabei hatte, ja, dann stand manchmal einer hinter mir oder so. Und wenn andere eine PSP bei hatten, dann stand immer die ganze Klasse dahinter. Ich dachte mir so, hey, ich meine, okay, der spielt GTA und ich spiele Persona 3. Aber ansonsten, okay, Persona 3 ist Englisch. Vielleicht liegt sie auch daran. Aus Prinzip sind sie da nicht hingegangen, weil sie allesamt gar kein Englisch konnten. Ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich so eine, halt so eine Aura ausstrahlt und ab und zu mal gesagt habe, hier, geh mal weg. Verstehst du eh nicht. Vielleicht liegt ja daran. Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Technik halt. Dass du wirklich warten musstest, bis du zu Hause warst. Und durch dieses Smartphone konntest du es immer machen. Du warst immer... Wieso spreche ich eigentlich die ganze Zeit in der Vergangenheit? Naja, wir gehen jetzt mal vom Tag des Erschaffens aus. Warst du immer, du konntest und warst immer zu jeder Zeit mit allen Leuten verbunden. Und es ist toll, dass es möglich ist. Kommen wir aber natürlich auf die andere Seite. Wie gesagt, die hochintellektuelle Seite sind halt, dass ich es schwachsinnig finde, weil man ist halt einfach fasziniert, dass man mit Leuten kommunizieren kann, die nicht in der Nähe sind. Und das fasziniert eben halt und sorgt dafür, dass man... Es geht ja
Ich meine... Ja, wie sage ich das jetzt? Wenn du es nicht... Bedeutet... Ich meine, wenn du davon fasziniert bist, dass du mit Leuten aus aller Welt schreiben kannst und dir dann quasi unterstellt wird, dass du die Realität verlierst, ist es dann quasi auf der anderen Seite so, dass wenn du das nicht kannst und nicht machst, dass du dann normal bist? Ich meine, es geht ja nicht darum, dass du... Ich verstehe das nicht. Ich probiere gerade einfach diese Reportage zu verstehen und da klingelt das Handy. Es ist halt einfach faszinierend, dass du es machen kannst. Ich meine, da gab es ja auch zwei, drei Leute, die haben gesagt, es sind halt auch alle in deiner, da drin. Ich meine, früher war das ja halt auch noch so, dass jeder nicht denselben Handyvertrag hatte und es quasi so war, bei dem einen hast du mehr bezahlt, wenn du telefoniert hast, oder hast du mehr für SMS bezahlt und so weiter. Und durch dieses WhatsApp ist eben halt alles auf eine Stufe gestellt. Da ist es egal, ob der Typ aus Japan kommt oder ob der von Vodafone ist, ob der von der Telekom ist. Es ist einfach alles gleich, es ist kostenlos und somit einfach mal besser. Und ich würde auch nicht sagen, dass es... Weil die Leute haben sich dann halt auch hingestellt und meinen, dass du halt die Realität verlierst. Und beispielsweise hatten sie dieses Klischee-Beispiel, dass du mit der Familie zu Hause bist und du aber halt nicht mit deinen Eltern redest, sondern am Handy dingelst. Jetzt ist es aber so, dass, ich muss die Folge hier beenden, sonst wird es hier wieder eine halbe Stunde Folge. Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Thema. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.